Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Ihr habt schon am Titel erkannt, heute gibt es Fuchs, geschmort mediterran. Ganz lecker mit ein bisschen gebratenem Gemüse und Reis. Also ich finde, eine Delikatesse, ihr solltet das auf jeden Fall mal probieren. Den Balg, den habe ich natürlich auch verwertet, das ist ein Winterfuchs gewesen. Und das habe ich zum Gerber geschickt, der hat das schön fertig gemacht und das kann man sich schön als Deko irgendwo hinhängen, eine Mütze rausmachen, Handschuhe oder vielleicht auch irgendwann mal eine Fuchsdecke. Also, nichts wird weggeschmissen. Das gleiche gilt auch für das Wildbret. Ihr seht jetzt hier in meiner Form, habe ich den Fuchs zerlegt. Ich habe den also in seine Einzelteile, in die grob zerlegt. Wir haben einmal hier die Rückenfilets, dann haben wir, also hier die Rückenfilets, dann haben wir hier die Schulterblätter und die Keulen. Und das Ganze werden wir heute mediterran zubereiten, schmoren. Dazu gibt es gebratenes Gemüse und ein bisschen Reis. Und ich zeige euch jetzt die Zutaten, die ihr dafür braucht. Viel Spaß bei dem Video. Folgende Zutaten brauchen wir für unser leckeres Fuchsrezept. Wir haben hier natürlich einmal, wie schon gesagt, die Rückenfilets vom Fuchs, die habe ich ausgelöst. Dann habe ich hier die Keulen und die Blätter. Das Ganze wandert nachher in den Topf zum Schmoren und die Rückenfilets, die werden wir kurz vorher machen. Dann haben wir ein bisschen Butterschmalz zum Anbraten. Wir haben hier mediterrane Kräuter, also ein bisschen Rosmarin, Thymian, Oregano, Salbei. Selbstgemachten Wildfond, 200 ml Weißwein, dann hier für das gebratene Gemüse, Tomaten, Paprika, Pilze. Und dann, bitte nicht erschrecken, eine Knolle Knoblauch, den lassen wir auch im Ganzen. Dann gibt es ordentlich Zwiebeln, ein bisschen Sahne und Speisestärke zum Abbinden. Und natürlich Salz und Pfeffer. Das waren schon alle Zutaten, die wir brauchen. Und jetzt würde ich sagen, ran an die Töpfe und lasst uns leckeren Fuchs zubereiten. Wir beginnen jetzt hier mit unserem Hauptdarsteller. Das sind einmal die Keulen und die Blätter. Die muss ich eben längere Zeit schmoren. Dazu werden die jetzt einmal von einer Seite gesalzen und natürlich gepfeffert. Wichtig ist natürlich, bevor ihr den Fuchs zubereitet, ihr müsst den auf Trichinen untersuchen lassen, damit ihr euch da eben keine Parasiten einfangt. Und natürlich den Fuchsbandwurm, da sollte man auch das Ganze untersuchen. So, jetzt haben wir das einmal, den Fuchs einmal von der einen Seite gesalzt und gepfeffert. Jetzt geben wir etwas Butterschmalz in unseren Bräter. Ich benutze hier so einen flachen Topf. Und dann werden die einfach von beiden Seiten erst einmal angebraten. Ja, wenn das Butterschmalz ordentlich heiß ist, das ist hier der Fall, dann gebe ich jetzt die Teilstücke da rein, um sie einfach anzubraten. Auch hier meine Blätter. Und es riecht wirklich hervorragend. Also es ist ein tolles Fleisch. Auch von der Färbung her. Es erinnert so ein bisschen an Feldhase. Ja, also Feldhase hat auch so ein dunkles Fleisch. Und man sagt ja, Fuchs riecht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das ist wirklich ein ganz tolles Aroma hier beim Braten. So, jetzt braten wir das Fleisch einfach rechts und links von beiden Seiten einmal an. Ja, zwischendurch das Ganze einmal wenden. Im nächsten Schritt gebe ich jetzt den Knoblauch hier rein und den Knoblauch wirklich ganz lassen. Der darf ruhig ein bisschen mit angehen. Ein bisschen Butterschmalz da rein. Dann meine Zwiebeln. Die habe ich einfach nur grob geviertelt. Und die sind hinterher für meine Bindung in der Soße wichtig. Dann geht da rein einfach ein bisschen Thymian, Rosmarin, Salbei und etwas Oregano. Also so typisch mediterrane Kräuter. Den Rest lasse ich mir für mein Grillgemüse. Und wenn es jetzt schön ein Knoblaucharoma hier in, ja, einem in die Nase steigt von diesem gebratenen Knoblauch, dann sind wir auch schon so weit, dass wir ablöschen können. Ja, hier steigt jetzt wirklich ein wunderbarer Duft in die Nase. Also es soll mir doch keiner erzählen, dass Fuchs nicht lecker ist. Wir löschen das jetzt ab mit Wildfond. Und mit 200 ml Weißwein. Und das war es eigentlich schon. Jetzt geht hier der Deckel drauf.
Und das Ganze bleibt jetzt für 1,5 bis 2 Stunden in diesem Topf drin. Zwischendurch halt nachgucken, dass genügend Flüssigkeit drin ist. Wir reduzieren die Hitze so ein bisschen auf Stufe 6 hier bei mir am Herd. Und dass es einfach leise vor sich hin köchelt. Und ja, wenn das Fleisch weich ist, dann kümmern wir uns um die Soße und das Gemüse. Der Fuchs ist gar, man glaubt es kaum. Wir nehmen jetzt einmal hier den Deckel runter, legen den einmal beiseite. Und jetzt haben wir hier wunderschön Keule und Blätter geschmort. Wir haben ja noch den Rücken. Und damit hiermit nichts weiter passiert, geht das jetzt einmal in den Backofen, damit es da einfach ein bisschen warm bleibt. So, jetzt kümmern wir uns um unsere Soße. Auch die ist total einfach. Ihr habt jetzt hier drin die weich geschmorten Zwiebeln, den weich geschmorten Knoblauch und den Weißwein. Jetzt habe ich mir einmal einen Topf aufgesetzt. Da wandern Zwiebeln, Weißwein und Co. rein. Das Ganze kochen wir jetzt einmal auf mit ein bisschen Speisestärke. Und dann wird das Ganze einmal durchpüriert zu einer leckeren Soße. Speisestärke ist drin. Jetzt haben wir eine wunderbar sämige Soße. So, unsere Soße ist fertig. Wir haben die einmal schön durchpüriert. Jetzt lassen wir die noch einmal aufkochen. Jetzt einmal auf. Hier haben wir unseren Reis als Beilage. Und jetzt stellen wir einmal unsere Pfanne an für die Rückenfilets. Die sollen ja gleich auch noch mit da drauf. Und dann braten wir in der Zwischenzeit das Gemüse einmal an. Und dann sehen wir uns gleich beim Anrichten. So, da schmoren unsere Fuchsfilets in der Pfanne. Das Gemüse geben wir mit den mediterranen Kräutern in die Pfanne rein. Das gibt dann nochmal einen leckeren Geschmack. Ich würde sagen, es ist Zeit anzurichten und das machen wir ganz einfach und ganz lecker. Wir nehmen uns einen Löffel und dann geht zunächst aber ein bisschen was von dem frisch gekochten Reis hier drauf. Den haben wir in der Zwischenzeit kochen lassen. Den machen wir ruhig einmal in die Mitte. Ihr könnt natürlich auch ein Risotto nehmen. Auch das wäre durchaus möglich. Das können wir ruhig auch schön, auch ganz rustikal hier mit dem Rosmarin hier drauf geben. Noch so ein paar Pilze hier drumherum drauf geben. Und ein bisschen was für unseren Tomaten. Das sieht doch schon mal gut aus. Und dann haben wir hier unseren geschmorten Fuchs, vielleicht nicht zu groß, das geben wir hier drauf und dann haben wir natürlich noch hier unser Rückenfilet. Achtet vielleicht darauf, dass ihr es durchbratet oder zumindest nicht mehr zu sehr rosa lasst. Auch hier schneiden wir uns ein paar Tranchen runter, geben die mit dazu. Das ist ein Traum. Und jetzt natürlich das Wichtigste. Ein bisschen Soße. Schön über den Reis drüber. Und hier am Rand. Ja. Und jetzt kommt für mich eine absolute Premiere. Ich habe ja noch nie Fuchs gegessen. Und jetzt probieren wir einfach mal heute zur Feier des Tages gebratenen und geschmorten Rotfuchs, gebratenem Gemüse mit einer schönen Rahmsoße und Reis. Und alle sagen mal, Fuchs stinkt. Ich bin gespannt. Also egal, was ihr gehört habt, Fuchs solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Das hat nicht nur ein flauschiges Fell, dieses Tier, sondern ist wirklich auch super lecker. Ihr müsst da nichts einlegen, beizen oder sonst was. Einfach ganz normal schmoren. Und das ist wirklich eine tolle Sache. Auch das Schmorfleisch ist butterzart. Probiere ich auch nochmal. Vom Geschmack
Erinnert das irgendwie so ein bisschen an Feldhase. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ist wirklich super lecker. So, wir essen jetzt, also heute, leckeren Rotfuchs hier auf dem Speiseplan. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen freundlichen Kommentar da. Ihr könnt auch mal reinschreiben, ob ihr auch selber schon mal Fuchs probiert habt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut und Waldmanns Heil. Ciao. Ja, liebe Leute, April, April. Ich habe euch einfach mal in den April geschickt. Ja, es gab natürlich keinen Rotfuchs hier in diesem Video, sondern es gab einen ganz normalen Feldhasen. Rotfuchs oder die Zubereitung von allen hundeartigen, katzenartigen, das ist in Deutschland nach dem Lebensmittelgesetz verboten. Das ist einfach nicht erlaubt. Deswegen hier auf diesem Kanal werdet ihr wahrscheinlich kein Fuchsvideo sehen. Es sei denn, jemand von euch lädt mich vielleicht mal in ein Land ein, wo es erlaubt ist. Ich meine, in der Schweiz darf man das und ich meine auch in Italien. Ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht habt ihr auch schon mal Fuchs probiert oder es zubereitet, dann schreibt das gerne auch immer in die Kommentare rein. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß für die kommenden Wochen, für die kommenden Tage. Bald geht die Bockjagd los. In einigen Bundesländern geht es auch jetzt im April schon mit der Jagd los. Viel Waldmanns Heil. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.